Sehr geehrte Museumsbesucher, ich begrüße Sie ganz herzlich im Deutschen Uhrenmuseum in Glashütte. Mein Name ist Jürgen Franke, ich bin hier Mitarbeiter. Einmal im Monat wird unsere astronomische Kunstuhr aufgezogen, öffentlich aufgezogen. Hier im Foyer begrüßen wir dazu viele Gäste. Das ist durch die derzeitige Situation leider nicht möglich. Deshalb folgen Sie uns gerne per Video. Die astronomische Kunstuhr wurde erbaut von Hermann Goertz in den Jahren 1892 bis 1925. Wir sprechen in etwa von 1756 Einzelteilen. Davon sind 122 Teile Räder, 424 Teile zum Beispiel Schrauben und Muttern. Allein das Zifferblatt wird beziffert mit einer Stückzahl von Teilen etwa 600 bis 700 Stück. Im oberen Teil des Zifferblattes erkennen wir natürlich die Zeitanzeige über den Stunden-Minuten-Zeiger, also auch den Sekundenzeiger. Zusätzlich die Angaben hier beziehen sich auf den ewigen Kalender. Im unteren Teil des Uhrwerkes befindet sich das sogenannte Unterwerk und wir erkennen auf dem Zifferblatt die Anzeigen für astronomische Angaben, Mondangaben, Sonnenangaben. Wichtig für unsere heutige Vorführung, für unser heutiges Aufziehen, sind zwei kleine Zeiger. Die befinden sich bei 9 und bei 3 Uhr in den kleinen Zifferblättern. Es sind Stahlzeiger, die hochglanzpoliert sind. Sie bewegen sich, wenn die Uhr aufgezogen wird, entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn und die Gewichte werden sich beim Aufziehen bewegen. Langsam kommt das Gewicht nach oben. Nachdem das Schlagwerk aufgezogen ist, kann auch das Gehwerk aufgezogen werden.
Uhr ist jetzt so weit aufgezogen, dass sie wieder Kraft für einen Monat hat. So kann sie unbeschadet laufen und vielleicht haben wir tatsächlich die Möglichkeit, uns in einem Monat zu einer öffentlichen Vorführung hier wieder treffen zu können.